gucken wir uns an. Ja, das war ganz passend. Casino gebannt. Hungriger Hugo. Was ist hier für ein Scheißer? Der schreibt die ganze Zeit, wie viel Kohle ich mit den Reactions mache. Was will der denn? Ja, den drücke ich jetzt eine rein. Ich sag dir jetzt, was das ApoRed-Video gemacht hat. 6.000 Euro! What? Ich hab noch nie mit einem Video so viel verdient. Was? Nach zwei Wochen? Hä? Mann, wo ist der Fokus? Was ist das für ein Scheiß? Das macht mich richtig aggressiv. Fokussier doch bitte! Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Ein Salat ist nicht immer vegan. Bruder, wenn ich es bestelle und da steht vegan, dann ist es vegan, Digga. Was gehst du mir jetzt auf den... Best of Illegaler Cup 2022 mit Monte. Heute war nicht gut. Aber was bei Monte nicht gut heißt, ist trotzdem noch göttlich. Schöner Abwurf von Monte. Doch ein gewisser... Ja, das, was man halten konnte, hat man halbwegs gehalten, ne? Hallenfußball, komplett was anderes, ne? Jemand hat dem Rentner an diesem Tag die Show gestohlen. Hat die Stärken mit dem Fuß, ne? Ja, die Stärken mit dem Fuß. Another one. Told you in the first song, I'll tell you in another. Just a regular, everyday, normal... Another one. I don't have a girlfriend... Ich fand, Sydney hat auch gut gespielt, keine Frage. Das Problem ist bloß, dass das Team hat einfach nicht funktioniert. Gefühlt war man immer vorne als Torwart alleine, Digga. Es bringt dir nichts, wenn du vorne einen guten Stürmer hast, aber keine gute Verteidigung. Aber Sydney war nicht der Einzige, der gezaubert hat. Ja! Und der war bei mir im Teamchat. Der Fettsack war bei mir im Team. Der war bei mir im Team. Aber den hätte ich auch gehabt. Wenn der auf mich gegangen wäre, den hätte ich gehabt. Das wäre noch geiler gewesen. So ein schönes Ding von Eli und ich dann noch mit einer Parade. Das wäre geil gewesen, Mann. Der war im Übrigen auch bei mir im Team, ne? Moment. Der war auch bei mir im Team. Der war ein Team Fettsack. Illegaler Cup war 10 von 10 bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Turnier war zu Ende. Ich gehe in meine Kabine. Einfach meine Schuhe sind nicht da. Das war im Creator-Bereich. Die einzigen, die das hätten klauen können, waren andere YouTuber oder Streamer. An den YouTuber oder Streamer, der meine Schuhe geklaut hat. Bruder, gib mir doch meine Schuhe zurück. Was für ein lächerliches Video, als ob sich reiche Influencer gegenseitig die Schuhe klauen. Guck mal, was ich geklaut habe. Nagel, neue Adidas-Schuhe vom allerfeinsten. Handtuch von VitaVate habe ich mir auch. Diesen Ball natürlich auch mitgenommen. Oder die haben wir schon wieder beklaut? Ich wusste nicht, dass sie das mitgenommen haben, oder? Das war so dämlich, Digga. Aber ich glaube, um das Ganze mal aufzuklären, ich glaube nicht wirklich, dass das die Schuhe waren, die ihm geklaut worden sind, weil das waren Adidas gesponserte Schuhe, die da im Karton standen. Sabrina, wir streamen auf Twitch. Hallo. Hallo. Bist du mit deinen Eltern hier? Nein, ich weine. Nein. Du hast deine Tasche verloren. Die findet sich bestimmt wieder. Du weißt doch, wenn ich meine Taschenbrille drin war. Warst du nicht derjenige, der Frauen belästigt hat? Ja! Natürlich, das ist Rick mit dem kleinen Dick. Der mit dem kleinen Sch. Ricky. Rick mit dem kleinen Dick. Das ist ja ein geiler Spitzname, Digga. Rick mit dem kleinen Dick. Na klar, Ricky mit die kleine Dick. Wer kennt ihn noch aus der GTA-RP-Zeit? Mutter, jetzt rede ich hier gerade über Sprache. Ja, hallo. Ich auch gerade. Hallo. So, was gibt's heute? Bruder Knossi lebt ein Leben, ne? Er hat so eine gute Mutter, die mir im Übrigen auch eine 9 von 10 für mein gegeben hat. Aber das ist was anderes. Und kriegt immer lecker Essen, wird umpflegt, Digga. So geil. Ronny Berger auf dem Oktoberfest Teil 2. Ich möchte sie nur warnen. Gestern bin ich da ausgerutscht. Das ist gefährlich. Sind da andere Leute auch ausgerutscht? Ja? Ja, es sind viele ausgerutscht. Ach du Heiliger.
tree. We all lit too deep. Schicke Unterhose. Das kriegt er hin? Okay. Wo geht ihr jetzt hin? Wir wissen einfach nur wissen. Aber Ronny war nicht der einzige Streamer auf dem Oktoberfest. Wir müssen mit! Also, kommt mir das nur so vor, oder waren die letzten Jahre das Oktoberfest eigentlich für alle Streamer-Influencer völlig dämlich? Also, es ist niemand hingegangen, aber jetzt, wo IRL ein bisschen mehr Anhang gefunden hat, ist jeder dahin gelaufen. Ah gut, Corona war ja auch noch, ne? Habe ich schon wieder vergessen. Was denn für Pass doch? Wir wollen da rein. Er hält doch nichts an. Was ist das denn für Kilian? Er reagiert häufig unkompliziert. Hat er auch Wasser wieder geschoben? Wir müssen mit. Es geht doch. Was denn für Pass doch? Wir wollen da rein. Er hält doch nichts an. Was ist das denn für Kilian? Er reagiert häufig unkontrolliert und kann seine Aggressionen schwer steuern. Ach, genau. Aber ich muss sagen, Kilian fühle ich in manchen Punkten nicht. In manchen Punkten schon, genauso wie er bei mir auch nicht. Wenn ich eine Freundin hätte und ich wäre mit der da und der behandelt mich so ein bisschen respektlos, oder dann würde ich auch schnell aus der Haut fahren, weil ich das Gefühl habe, er disrespektet nicht nur mich, sondern auch meine Weggefährtin. Wie neuer Spitzname? Ey, Rick mit dem kleinen Dick, was geht? Fantastisch! Hey, ja. Was bin ich denn für ein Loser? Waren vielleicht 30 Prozent. Ding da wieder ein. Es sind schließlich Kinder anwesend. Stopp, fahr auf! Oh mein Gott! Ich hab noch nie so einen Schmerz auf so einem Karussell gehabt. Da, wo der so schnell ist, ich bitte vorne lassen. Du sagst die ganze Zeit, ich bin eben gerade, genau jetzt live im Stream, kam die Meldung rein, ein Update von Twitch. So, mein Mann, die Ereignisse überschlagen sich. Glücksspiel auf Twitch wird es nicht mehr so geben wie zuvor. Glücksslots auf Twitch verboten. Casino Streaming ist am 18. Oktober auf Twitch verboten. Ja! Zerstört, Seele verloren und dann am Ende doch kein Geld. Heftig, was geht ab auf Twitter? Ihr Skurus und Orange Morange, wo bleibt ihr? Das Jobcenter wartet schon auf euch. Wo seid ihr? Wir warten alle. Brauchst du noch eine Sondereinladung, Opa, oder was? Mittagessen bei Familie Eris. Schon essen soweit? Ja. Habe ich mich gerade mal hingesetzt, muss ich schon wieder essen. Da hat er aber den ganz alten Clip ausgepackt, ja? Oha. Die Arme sind geistesgestört, der ist groß, die Beine sind echt top. Er hat einen besseren Körper mit 80 als ich mit 34, ja Mann. So, jetzt ist Tag der Wahrheit, zieh mal die Hose runter. Es ist alles sehr massig, da fehlt mir das Detail der Muskulatur. Schärfe. Er hat wirklich die Hose runtergezogen und mir seinen faltigen Arsch gezeigt. Mein Opa ist wirklich noch extrem fit für sein Alter. Und er hat immer noch so viel Kraft in sich. Chip Bestrafung. Mit einmal an Phoebe. Das ist irgendwie ein bisschen bedrückte Stimmung hier, warum? Warum lacht ihr nicht mit? Abo, wer ist der Pinguin bei euch? Welcher Pinguin? Also ich mag Breitenberg wirklich gerne und sein Klamottenstil ist auch wirklich toll. Aber Bruder, musst du dir einfach vorstellen, du triffst dich bei Ahmad zum Chillen in seinem Gamingzimmer und er zieht sich an, Bruder, als wenn er gleich ein Bewerbungsgespräch hat für eine Anwaltskanzlei. Weil, versteht ihr, wie ich meine? Bruder, er macht immer einen auf Bankkaufmann. Das ist zu viel. Es sieht schick aus, für die Umgebung ist es zu viel. Aber einen guten Klamottenstil hat er, keine Frage. Privater Kellner, schreiben die. Ihr Action mit Lola. Abo meint, ich glaube, er soll sich so anziehen. Keine Ahnung. Du wirst noch der neue Montana Black. Oh, guck mal da. Ah!
Digga, scheiß drauf. Ich bin der König, der Welt. Deine Mutter, du Sohn. Wenn dein Problem da klingelt, dann komm ich runter. Auf jeden Fall, ja. Alles gelogen. Alles gelogen. Ich hab doch gar nichts gesagt. Das hier ist übrigens meiner Meinung nach eine der schönsten Straßen in Düsseldorf. Ja, ne? Sehr schön hier. Das sind so schöne Momente, die du als IAS-Streamer hast, wenn Leute so, die eigentlich gar nicht aus deinem Mitchell kommen, so dir Komplimente machen oder sehen, dass du streamst oder ein Handy in der Hand hast und mit dir quatschen. Diese ganzen cringen Typen immer, die im Hintergrund rumgrillen, trauen sich auch nur rumzugrillen, weil sie eine Frau ist, vom Ding her. Das finde ich wieder unangenehm. Kaido, ich weiß, du guckst mir beim Essen zu. Sowohl der Salat ist vegan, als auch die Pizza. Aber ich weiß, du wirst den wieder nur mit dem angucken. Wir probieren es aus. Warte, das ist hier nur veganer Käse. Komm her. Habe ich mir gedacht. So. Willst du mit Papa das Video ein bisschen weiter gucken? Was für OnlyFans? Nee. Schade. Was für OnlyFans? My mama was raised in the era when clean water was only served to the fairer skin. Wollt ihr Hallo sagen? It's broke, nigga, race him, that's that, don't touch anything in the soul. And it's rich, nigga, race him, that's that, come in. Hi. Bitte? Ich hab leider einen Freund, tut mir leid. Willst du mich boxen? Willst du mich boxen? Komm her! Siehst gut aus, ja. Magst du Albaner? Ich hab einen Freund. Ist dein Freund? Ich bin ein Freund. Wie viele sind gerade drin? Ein paar. Du bist auf jeden Fall die geilste Sau. Danke. Ja, schon zum Teil ein bisschen unangenehm, ne? Nach der Nummer zu fragen, oder so, finde ich jetzt nicht wild. Man kann ja dann Nein sagen. Also das hat auch nichts mit Belästigung zu tun. So hat das vor 20 Jahren funktioniert, eine Frau kennenzulernen oder einen Mann kennenzulernen. Aber zu sagen, du geile Sau oder du bist eine geile Sau oder so, das ist natürlich unterste Schublade, ne?